Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rhyme. Wir haben letztes Mal die beiden Schlüssel benutzt, sind durch etliche, ja, Höhlen oder ähnliche Gewölbe gewandert, über unsichtbare Pfade in der Dunkelheit und jetzt haben wir ganz oben am Fuße des Turmes diese mysteriöse Figur im roten Umhang gesehen. Und was es mit der auf sich hat, tja, das finden wir vielleicht heute heraus. Und ja, schauen wir mal. Also nur um dieser Aufnahme mal so ein bisschen Kontext zu verleihen. Wir haben jetzt 6.15 Uhr morgens. Und ja, ich habe es nicht geschafft, das Pad zur Seite zu legen. Ich denke, das sagt so ziemlich alles aus, was man zu einem Spiel wissen muss. Und ich bin jetzt wirklich hooked, mehr herauszufinden bezüglich der Story. Ob das da oben der Prinz ist, der abgebildet war. Und vor allem, was es mit diesem Wind hier gerade auf sich hat. Halt jetzt einfach mal die Fresse, denn ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet, wenn wir durch das Licht gehen. Was zur Hölle? Okay, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass ich jetzt in einer Eiswüste landen würde. Okay, krass. Also, okay, komme ich da hoch? Also ich kann die Kamera nicht drehen, ich kann nicht springen. Ah, okay. Ich kann hier hochlaufen. Okay, das könnte jetzt ein Flashback gewesen sein, denn er hat ja seinen Umhang da verfolgt. Vielleicht hat das Unwetter dann dafür gesorgt, dass dieser Kutter wieder schwimmt und er ist in den Sturm geraten oder so? Okay, versteinerte Menschen. Oh, da oben sind ja... Sind das überall... Krass, das sind überall so Wesen.
Also, ja, ich blicke jetzt gar nicht mehr durch bei dem Spiel. Aber es ist sehr interessant. Also, versteinerte Menschen, irgendwelche komischen Wesen. Krass. Also. Ich kann nicht mehr schreien. Ach ja, die Musik und so. Ah, toll. Okay, und wie komme ich jetzt da durch? Ich sehe nämlich überhaupt nichts. Okay, jetzt bin ich auch noch ganz orientierungslos. Also Moment, also da ist die Spalte, durch die ich nicht hindurch springen kann. Ich kann auch nicht rufen oder ähnliches. Komme ich sonst irgendwo hier hoch? Ich weiß jetzt. Ah, okay. Auf der Aufnahme wirkt das vielleicht nicht so, aber ich habe natürlich hier noch die Beleuchtung und so und das spiegelt dann so ein bisschen am Monitor, sodass ich manchmal echt wenig sehe bei den dunkleren Passagen. Oha, okay, also wir haben gerade hier oben so ein, ja, Pterodaktyl ähnliches Wesen gesehen. Und ja, jetzt ohne, ich denke auch ohne wahrsagerische Fähigkeiten kann man durchaus unterstellen, dass wohl dieses Ding da befreit wird, wenn man die drei Türme wieder aufbaut oder so. Aber mal schauen. Das ist ja jetzt auch wieder mal reine Spekulation. Aber dazu lädt das Spiel ja auch permanent ein. Okay. Der Turm. Die Figuren. Okay. Wieder ein Schattenrätsel wahrscheinlich. Nicht. Aha. Und da ist das Ding. Ja, das hat mich jetzt nicht so überrascht. Finde ich gerade auch so ein bisschen unpassend. Okay, krass, das ist ja. Wir sind an einem ganz anderen Ort. Okay. Naja, aber ich finde dieses Pterodaktyl fähig dann doch. Also irgendwie wirkt das auf mich so
fremd. Oh, okay, ich bin in Gefahr, ich bin in Gefahr. Jetzt habe ich erst gecheckt, was Phase ist. Also, von einer Deckung zur nächsten. Oh nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Oh nein. Okay, uff. Oh, ein Gecko. Hallo. Ja, ich würde sagen, die drei Türme muss ich verschließen oder so und dann wird das Ding eingefangen. Naja. Wie gesagt, ich finde nicht, dass der hier reinpasst. Also das wirkt auf mich so wie ein Fremdkörper ein bisschen in dem Spiel hier. Aber naja. Wer weiß, vielleicht, wenn ich mich an den neuen Ort hier ja, so ein bisschen gewöhne, vielleicht passt's dann wieder. Hätte jetzt aber schon mit so anderen Sachen gerechnet. Okay, hier brauche ich wieder einen Schlüssel. Okay. Da hinten geht's auch noch rein, glaube ich. Ich finde es interessant, weil diese Örtlichkeiten hier habe ich noch in keinem Trailer oder so gesehen. Das weiß ich natürlich sehr zu begrüßen, denn Trailer verraten heutzutage ja nicht nur bei Spielen, sondern auch bei Filmen einfach viel zu viel. Und nachher schaut man sich dann den Film an oder man zockt das Spiel und es kann einen halt nichts mehr überraschen, wenn der Trailer schon alles verraten hat. Das kann ich hier nicht behaupten. Okay, mal hier weiter irgendwo. Also hier nochmal rüber. Kann ich eigentlich rennen oder so? Nee, rennen geht nicht. Oder? Nö. Naja, irgendwie finde ich diese Gegend hier nicht ganz so magisch, aber naja. Wer weiß, wo mich das Spiel noch überall hinbringt. Ich hätte ja nicht mal mit einer zweiten Location gerechnet. Bewegt er sich in meine Richtung? Ah, okay. Okay, krass. Hier bewegt sich so ein ganzer Teil des Levels, wenn man so möchte. Okay, cool. Coole Mechanik. Und da haben wir auch schon unseren Schlüssel. Na bitte. Kann man zumindest in dieser Folge nicht behaupten, dass ich 3000 Jahre damit verbracht habe, einen Riss zu lösen. Wenngleich ich zugebe, dass das wohl ein bisschen ein einfaches Rätsel war. Okay, der Sturm und das Flugvieh stehen also irgendwie in Verbindung zueinander. Ich nehme an, dass man sich dabei auf den Sturm von vorhin bezieht, in dem sich unser Protagonist befand. Okay. Ah. Ob
ob ich das wohl schaffe. Oh nein, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Nein, nein. Lauf, 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 lauf. Okay. Schlüsseltime. So, das schauen wir uns noch an und dann war's es für heute. Ich bin mal gespannt, ob einfach bloß die Tür aufgeht oder was Größeres passiert. Ja, es geht einfach bloß die Tür auf. Oh, okay. Also der König will mich retten vor dem Flugvieh oder so? Naja, was auch immer es hiermit auf sich hat, das werden wir dann vielleicht nächste Folge herausfinden. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch dann auch nächstes Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Und ja, wie immer, Like oder Kommentar wäre super. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis nächstes Mal. Tschüss!